Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Hearthstone und gleichzeitig auch generell zu einem neuen Video, was es ja jetzt auch eine ganze Weile nicht mehr gab. Aber langsam kommt die Lust wieder aufzunehmen und während dem Zocken ins Mikro zu palavern und huch, normalerweise mache ich mein Mailprogramm immer aus. Genau deswegen, weil es einfach laut ist und nervt. Es ist aus, es tut mir leid. Ja, ich muss mich auch erstmal wieder so ein bisschen daran gewöhnen. Genau, und jedenfalls bei mir kommt langsam die Lust wieder, Videos zu machen. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man Videos machen möchte. Ne? Ich sehe gerade, ich bin ein bisschen sehr leise. Ich glaube, so ist besser. Okay, genau, ihr seht es schon rechts, muss ich gar nicht mehr viel zu sagen. Wir spielen heute den Druiden und die Deckliste ist relativ alt und ich muss noch dazu erwähnen, dass mir recht viele Karten, die man jetzt heutzutage in der Meta als Druide spielen würde, dass ich die einfach nicht habe. Zum Beispiel, also und, ganz wichtig, ihr seht, das Spiel ist auf Englisch. Ich habe in letzter Zeit öfter mal Streamer gesehen, die großen, die man da so kennt. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ach komm, stell dein Spiel mal auf Englisch um, damit du da auch mit den Kartennamen und so weiter, wenn die da irgendwas erzählen, dass ich da ein bisschen, ja, besser dabei bin. Und die Sprüche sind auf Englisch tendenziell auch sehr witzig. Auf Deutsch sind die meistens ein bisschen lächerlicher, wobei das auch seinen Charme hat. Naja, genau, ihr seht schon, das ist der Druide, zum Beispiel Ancient of Law. Also ich benenne die Karten jetzt auch bei ihm im englischen Namen, das ist, glaube ich, auch, ja, sollte den meisten Spielern gerecht sein. Ancient of Law habe ich nicht. Ja, Force of Nature habe ich nur einmal. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt zweimal spielt. Ja, und so weiter und so fort. Also mir fehlen halt einige Karten und insofern ist das eher ein improvisiertes Deck. Und dann würde ich sagen, ohne weiter rumzureden, wobei das ja eigentlich genau das ist, was ich hier machen möchte, starten wir ein Spiel. Und da aktuell wieder Heuschnupfen-Season ist, bin ich einmal ganz kurz gemutet. So. Ja, sonst grundsätzlich erwartet vielleicht noch keine täglichen Videos, weil jetzt heute zum Beispiel, ich bin jetzt vor einer halben Stunde oder so, ihr seht die Zeit ja unten auch in der Ecke, ich bin vor einer halben Stunde oder so erst aufgestanden. Oh, das ist... Was haben wir denn? Mage. Mage. Nee. Bei die beiden mal. Genau. Ich bin vor einer halben Stunde oder so erst aufgestanden, weil es bei mir dann auch gestern ein bisschen später wurde. Und pass auf, ich weiß nicht, ob man das machen sollte. Der Vorteil ist aber, dann habe ich gleich drei Mana und dann kann ich den Shade of Naxxramas rausholen. Was tendenziell nicht schlecht ist. Ja, und es ist ein fucking Mage. Insofern, hätte ich es vielleicht nicht machen müssen. Denn das hat jetzt Priorität. Naja, egal. Aber grundsätzlich, Mana-Kurven-Vorteil zu haben gegenüber dem Mage ist gar nicht schlecht. Dann kommt der nämlich nicht richtig hinterher mit seinem ganzen Kram. Ich kann ja jetzt schon in zwei Zügen den Sludge Belcher spielen. Und der ist für einen Mech-Deck dann halt auch immer relativ fies. Beziehungsweise, ach doch, das war der Mech-Warper. Ich dachte gerade, das wäre der 2-1er, weil der wird öfter auch mal in diesen Tempo-Mage-Decks gespielt. So, jetzt kann der schon von Naxxramas raus. Hatte ich nicht eben so noch... Achso, genau. Von wegen täglicher Uploads. Ich bin jetzt eben erst aufgewacht und muss dann auch demnächst schon wieder weiter. Heute ist Kino quasi. Also heute ist Sonntag. Ihr kriegt das Video mit, wenn... Ja, halt gerade tagesaktuell quasi. So, den Schatten, den lasse ich erstmal. Ich habe nämlich keinen Bock, dass der da jetzt irgendwie ein Spell oder so raushaut und mir den damit umboxt. Was ganz gut ist... Der wird außer Kill-Range vom Flame-Strike. Also Flammensturm, dieses Ding für 7 Mana halt. Da wird er außer Reichweite sein. Weil den kann er ja erst im Turn 7 spielen. Von den Kosten her. Okay.
Okay. Genau, keine täglichen Uploads bisher, weil, also grundsätzlich ist die Sache, weswegen jetzt auch in letzter Zeit ich nicht wirklich viel den Kopf dafür, für den ganzen Kram hier hatte, ich weiß immer gar nicht, wie sehr ich da jetzt ins Private gehen will. Oh, das ist böse. Das ist jetzt scheiße. Egal. Sagen wir es so, ich wechsle die Uni. Viel mehr muss ich da jetzt aber, glaube ich, auch nicht zu sagen. Und, der ganze Prozess des Uni-Wechselns und, so weiter war jetzt halt auch gedanklich etwas dominanter. Und ja, insofern halt diese Video-Abwesenheit. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass ich jetzt momentan wesentlich mehr Zeit habe für alles, was Freizeit angeht. Und insofern werde ich mal schauen, dass das jetzt zumindest unter der Woche, dass ich ein paar mehr Videos produziere, zumindest, dass denn dieser tägliche Upload langsam wiederkommt. Aber wie gesagt, jetzt so heute werde ich, glaube ich, nur dieses eine Video hier aufnehmen, wobei ein zweites kriege ich vielleicht auch noch hin. Insofern, morgen könnte es halt sein, dass da kein Video kommt. Ja, so kommt da jetzt noch dieses, die Flammenkanone. Oder bist du jetzt nur verzweifelt, weil der Ragnaros eine Runde überlebt? Ha, ha, ha. Fein. Okay, was machen wir denn jetzt Schönes? Tendenziell habe ich ja keine Lust, dass der mir hier irgendwo reinläuft. Zack. Komm, ins Gesicht. Yes, super. Ich meine, der 3-3er, der kommt ja noch lange nicht durch mein Taunt durch. Insofern ist das voll okay gerade. Außer er zieht jetzt die krassen Zauber-Kombos. Das finde ich am Druiden-Deck... Ah, da ist der Flamestrike. Das finde ich am Druiden-Deck immer ganz cool, dass man quasi diesen Mana-Vorteil hat oder haben kann. Das ist eine super coole Eigenschaft, wie ich finde. Wie mache ich das jetzt? Ich glaube, so. Zack. Ich möchte den eigentlich nicht angreifen. Ah, das ist gerade ein bisschen blöd. Eigentlich will ich das nicht. Mache ich aber. So, und dann kommt noch der dazu. Okay. Ja genau, dass der Druide halt diesen Vorteil mit der Mana-Kurve hat, das ist ziemlich cool. Da. Übrigens, nicht wundern, ich muss gerade... Ah! Mein Auge war gerade maximal nervig. Ja, Heuschnupfen und so ist halt irgendwie kacke. Hä? Okay, das ist jetzt aber auch ein bisschen kacke. Die Sache ist aber, wir haben die Combo. Die Combo macht wie viel Schaden? Ich muss gerade überlegen. Das sind 6, 12. Geil, es ist lethal. Ne, Moment. Also, Force Nature, Savage Roar. Das ist so die Combo, die eigentlich immer so standardmäßig dem Druiden den Sieg bringt. Haben wir die auch mal gezeigt. Und das Schöne ist dann halt, wenn man mit Taurissan die Combo verbilligt, kann man meistens noch mehr Damage dranhängen. Oder halt irgendwie andere Plays. Das ist immer sehr cool. Okay, ein Sieg. Wunderbar. Ja. Zeitlich alles im Rahmen. Alles normal eigentlich. Knappe 10 Minuten pro Match. So ist das ja meistens. Außer wir kriegen direkt auf die Fresse oder unser Gegner gibt direkt auf oder so. Was ja auch vorkommen kann. Ja. Nee, genau. Ansonsten, von wegen Hearthstone-Videos, wie geht's weiter? Habe ich mir jetzt übrigens auch noch überlegt, weil die Sache ist ja, aktuell spielen wir ja quasi jede Klasse einmal so mit den Decks, die ich halt habe. Und ich habe mir überlegt, danach könnten wir einerseits Ranked-Matches aufnehmen. Oh, direkt die Combo auf der Hand? Nee. Nee. Und Big Game Hunter ist halt irgendwie ein bisschen verschwendet gerade. Na, das ist okay. Mit dem Wrath kann ich ihm ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Das wird, glaube ich, sogar ein ähnlicher Zug wie eben. Es hängt jetzt davon ab, ob er was spielt. Nee, tut er nicht. Nee, aber ich werde heute mal nicht callen.
Ich möchte mir für Zug 2 das offen halten, ob ich in Wrath oder Wildgrowth Grow spiele. Ja. Oh Gott. So ein Deck. Ja, aber jetzt sieht man halt auch schon, dass es echt sinnvoll war. Okay, super. Das kann nämlich ziemlich gefährlich werden, so eine Hyäne. Ja, also genau. Ich sollte mich nicht dauernd in Satz unterbrechen. Das kann ich ja sowieso immer gut. Und ich glaube, jetzt, wo ich eine Weile nicht mehr gespielt habe oder halt Let's Played habe, kann das noch viel eher passieren. Genau, also einerseits könnten wir natürlich Ranked Matches aufnehmen. Da ist dann natürlich nur die Sache, dass ich wahrscheinlich nur oder überwiegend mein Main Deck spiele. Was halt irgendwie recht eintönig wird. Für euch, denke ich mal. Kann ich mir vorstellen. Also könnt ihr mir ja schreiben, wie es ist. Genau, und ansonsten Arena. Mal ein paar Arena-Runs aufnehmen. Da wird wahrscheinlich ein Video auch nicht ausreichen, wenn wir mal bei den 20 Minuten bleiben. Weil das ja mindestens dreimal verlieren ist in der Arena. Insofern. Ja, aber Arena-Runs könnte man halt auch noch machen. Bin ich zwar nicht der Beste drin, aber es ist schon mal ganz witzig so. So, ich würde ihn an sich. Ja. Ich greife ihn jetzt nicht an, weil ich keinen Bock habe, dass er seine blöden Fallen kriegt. Ah, das war jetzt natürlich noch blöder an und für sich, weil er jetzt die Aufladung noch dazu kriegt. Ich hätte ja eben tatsächlich das Potenzial gehabt. Ja, okay, das geht jetzt aber noch. Ich muss jetzt seine Falle auslösen, zwangsläufig. Was ist denn das? Der sieht mir halt nicht wirklich nach einem Agro-Hunter aus, also einem Face-Hunter. Dafür hat er ein paar viele Karten, die da nicht reingehören. Oder das heißt ein paar viele, aber halt der am Anfang war halt dementsprechend nicht sinnvoll. Okay, wenn ich den auf die Hand zurückkriege, ist das gut. Genau. Und wenn das eine Sprengfalle ist, aktiviert die sich übrigens auch noch. Oder auch nicht. Gut, dann halt nicht. Oder ist es ein Scharfschießen? Das spielt zwar keiner, aber es existiert. Es ist jetzt halt blöd, dass er zwei Aufladungen auf seinem Adlerhornbogen, Eaglehorn Bow, raufkriegt. Aber, ne. Ganz verhindern kann man das halt auch nicht. Und ich habe jetzt zufälligerweise kein Acid Swarm Boost im Deck. Also, ne, das Ding für zwei Mana, was die Waffe vom Gegner kaputt macht. Da ist die High Main. Wie gut, dass ich den Keeper of the Grove wieder auf der Hand habe. Das ist genau das, was ich meinte. Tüdelö. Ach wie. Ah. Okay. Okay. Ja, ja. Der hatte halt vor, weil die Sache ist, das Geheimnis, das lenkt ja das Ziel um, quasi. Und das muss nicht ein gegnerisches Ziel sein, sondern das können auch meine eigenen Einheiten sein. Oder mein eigenes Gesicht oder sowas. Das ist halt böse. So, ich bin dafür, muss ich sagen, dass ich jetzt einen Swipe ziehe. Hallo Swipe. Na, wie geht es dir? Alles cool? Das war schon fies, muss man sagen. Das war echt fies. Jetzt kommt der raus. Den kann er nicht mal angreifen. Ich bin halt auf 11 Leben runter. Das ist nicht so geil. Aber wir haben den Faceless Manipulator noch auf der Hand. Das heißt, sollte der Naxxramas, das Naxxramas-Schehen bis zum gewissen Punkt kommen, können wir uns einen zweiten davon holen. Das ist sehr stark. Oder kann sehr stark sein. Wir kommen nur langsam so ein bisschen in Kill-Range. Was scheiße ist. Ist halt Hunter, ne? Also 6 Leben ist halt nichts. Können wir den erstmal.
Das haben wir so gut wie verloren. Das haben wir so gut wie verloren. Ich will nur nochmal die Falle auslösen. Ja, Explosive Trap. Okay, wir haben verloren. Tüdelö. Dann conceden wir mal. Okay, aber noch eine dritte Runde. Ja, was sollte man da noch machen? Hunter hat halt auch leider sehr viel Damage-Potenzial. Und wie gesagt, optimal ist mein Deck halt auch nicht. Und vor allem nicht gegen die Meta. Es ist recht langsam. Muss ich halt immer aufbauen. Und das ist gerade gegen diese Aggro-Decks, wie jetzt gerade das Hunter-Deck, nicht so optimal. Wobei das ja jetzt auch ein sehr ungewöhnliches Hunter-Deck war. Also für mein Verständnis zumindest. Ich weiß, dass in letzter Zeit so ein bisschen so ein etwas Midgame-lastigerer Aggro-Hunter dahergekommen ist. Das könnte so eine Variation gewesen sein. Ich weiß nämlich nicht genau, wie das Deck da aussieht. Innerwelt behalte ich mal. Okay. Ja, ist jetzt aber auch nicht so geil. Oh, mit Ragi. Wunderbar. Dann können wir Innerwelt auf den Ragnaros benutzen. Das ist sehr stark. Ein Ragnaros früher raus. Ja, es ist ein Mage. Also der kann immer noch gut removen. Das darf man nicht vergessen. Aber so ein Ragnaros vor Turn 8 rauszukriegen, ist halt schon witzig. Ziemlich witzig. Ja, dafür, dass wir jetzt noch ein Faceless ziehen und dass der Ragnaros dann eine Runde lang überlebt. Das wäre lustig. Ja. Wie gesagt, es ist halt ein sehr langsames Deck, das merkt man halt auch so ein bisschen. Wir haben halt kaum Early Game. Wobei das schon sehr, sehr gut ist, dass wir bisher immer einen Wrath auf der Hand hatten. Weil das halt genau so Viecher wie den Knife Juggler dann rausholt. Was sehr praktisch ist. So, das Ding spiele ich garantiert nicht einfach so. Das heißt, zack, in der nächsten Runde haben wir dann 6. Dann kann ich innervaten für Ragnaros. Aktuell ist sein Feld leer, was sehr witzig wird mit Ragnaros. Und ich hoffe, er spielt jetzt nicht ganz viel Kleinscheiß. Oh, er coint. Kommt was für 5? Naturdrache. Okay. Den würde ich jetzt gerne down kriegen. Also wir spielen jetzt auch Ragnaros. Wir machen das einfach mal. Einfach mal gucken, was passiert. Könnte lustig werden. Ne, okay, er ignoriert den Drachen. Was jetzt nicht so cool ist, weil sollte er irgendwie einen Feuerball oder so auf der Hand haben, macht der jetzt ordentlich Schaden. Also Feuerball Ping, wofür er kein Mana hat, aber naja, würde Ragnaros töten. Beziehungsweise halt Flame Cannon und Angriff. Mal schauen. Ja, das ist die Frage, ne? Was machst du denn? Ach, da ist der Fireball. Okay. Und greifst du jetzt noch an, oder? Ja, Ping kannst du nicht mehr. Was, ein Shieldbearer? Wer spielt denn bitte den Shieldbearer? Was, du lässt Ragnaros... Was? Willst... Also, wenn ich jetzt ein Faceless auf der Hand hätte, würde ich lachen. Aber ich habe kein Faceless auf der Hand, deswegen weine ich. Okay, Moment. Ganz ehrlich, ich habe 2 davon auf der Hand. Ich glaube, ich mache das jetzt so. Jetzt hast du dann 0-4er liegen, der nichts kann. Gratulation dazu. Yes! Super. Zumindest den noch mitgenommen. Jetzt kommt zwar der Ping auf den Ragnaros, aber der eine Schuss ging halt noch durch, den er jetzt eben besser hätte verhindern sollen, indem er direkt mit dem Drachen da reinrennt. Aber hat halt keinen Bock drauf. Oder er macht sowas. Ja, geht auch. Aber wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass es ein ganz schöner Fehler war, den Ragnaros zu ignorieren in deinen Runden. So, jetzt muss ich mal eben überlegen. Auf den 5-4er habe ich tendenziell keinen Bock. Tendenziell. Ich könnte jetzt den einen da reinrammen. Aber ich habe auch keinen Bock auf das Freeze-Dingen.
Aber den kriege ich nicht effektiv weg. Wobei, Moment. Moment, ich habe eine Idee. Nee, Moment. Anders, andersrum. Erstmal das da. So, zack. Dann. Könnte ich jetzt das. Ja, okay. Ich habe halt jetzt so lange überlegt, weil ich eigentlich keinen Bock hatte, eingefroren zu werden. Aber, naja. War jetzt, die Alternative war halt, das andersrum zu machen und den zweiten Keeper noch zu spielen. Oh Gott. Oh Gott. Das ist jetzt gar nicht so geil, weil ich meinen Schatten hier noch liegen habe. Aber ich habe die Combo auf der Hand und ich kann sie auch spielen. Okay, überlegen wir mal. 3 plus 12 reicht nicht aus, aber ich glaube, ich spiele es trotzdem, weil ich dann noch 2 Damage auf der Hand für den nächsten Zug habe und er mich nicht klein kriegt. Ist halt jetzt scheiße, dass ich eingefroren bin. Hätte ich eben andersrum spielen müssen. An und für sich. Optimal ist das jetzt auch nicht, aber ja. Ach nee, gar nicht wahr, warte mal. Mein Schatten kriegt auch plus 2. Bin jetzt einfach zu faul zu rechnen. Genau, das sind jetzt die 2 Leben. Und sofern er mich jetzt nicht down kriegt in einer Runde, habe ich den Keeper auf der Hand, um diese 2 Damage noch in sein Gesicht zu teilen. Das heißt, wir haben jetzt gewonnen, wenn er sich nicht heilt. Oder halt uns umboxt, aber das ist recht unwahrscheinlich. Okay. Das ist nicht das, was er wollte an und für sich. Er kann es zwar pingen, aber es wäre ihm halt deutlich gelegener. Ja, ja, das ist mir egal. Das ist mir so egal, was du da machst. Ganz ehrlich. Das bringt dir nichts. Du hast verloren. Gut gespielt. Alles klar. Yay. 2 Wins, 1 Lose. Ist okay. Ist doch okay. Okay, dann würde ich aber auch sagen, meine lieben Freunde, denn wir haben die 20 Minuten mal wieder bei weitem überschritten. 3 Duelle. Sogar überdurchschnittlich, ne? Normalerweise haben wir immer eher 2. Okay, cool. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal zu Hearthstone. Bis dann.